Muss ich nochmal hinfahren. So. Und ich habe mir auch gedacht, falls ich irgendwo wirklich Storner brauche, zum, keine Ahnung, Luca auffüllen oder Ehren, irgendwas, habe ich mir gedacht, der Stornbruch gehört ein Kronberger. Das heißt, ich kann da einfach dann, ich fahre da dann einfach her und falls ich was brauche und ja, habe ich mir gedacht, dass ich das so machen werde. Boah, 97%. Bisschen gedeppert. Ja, wer das gestrige Video nicht gesehen hat, ich kann es euch mal sagen, was da passiert ist. Ich habe da erstmal die Ehren da oben da zum Goldseparator und dann habe ich probiert, ob ich die Steine da in den Kiesbrecher rein tun kann. Für mich Kiesbrecher. Für die anderen, wie gesagt, oder wie es da steht, Steinbrecher. Und das habe ich probiert und das geht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, einen Haufen tue ich zum Kronberger. Oder eher gesagt zum Sportunternehmen, wo wir gleich hinfahren werden. Brems, brems! Und ich habe ausprobiert, wenn man einen Kiesbrecher da reinfährt, passiert nichts Schlimmes. Weil das habe ich heute auch unabsichtlich gemacht. Das heißt, da einfach reingefahren und ja. So. Mich interessiert, wie. Ist der jetzt schon voll? Warte mal. Das muss ich jetzt wirklich schon schauen. Wer bleibt da stehen? Wahrscheinlich bin ich wirklich voll. Kann ich da reinschauen? Ich kann reinschauen. Aber ich meine, wie viel da drin ist nicht. Hinten ein Kiesbrecher. Ich sage immer Kiesbrecher, obwohl es ein Stahlbrecher ist. So, steig ein. 45.000. Das sind viel. So, dabei lasse ich das in der Schaufel und nach dem Video tue ich das dann da rein. So. Aufladen. Tust du aufladen? Und den aufladen. So. Wir fahren noch nicht weg. So. So, ob voll ist, Digga. Bisschen du deppert. Und man sieht da, es läuft dabei rund. Und ich glaube, ja, jetzt fahren wir. Weiterkommen. Ich weiß nicht, warum es liegt. Ich weiß es nicht. Ja, sonst schauen wir an und dann mache ich morgen ein Video, wo ich das zum Dingsi führen da. Ja, ich glaube, das mache ich so. Wenn es liegt, ist es so möglich zum Spülen. Sage ich euch ehrlich. Und ich weiß nicht, warum es liegt. Ich sage es euch als ob. Landi ist auch eine Viertelstunde vorn. Das ist geil. Bei mir ist gerade auch 17 Uhr. Man sieht, weil ich weiß nicht, aber ich habe wirklich in realistischen Uhrenmod nicht da. Nicht drauf. Oh ja, lief nicht. Aber ja, vielleicht schon. Vielleicht schon. Ich weiß nicht. Ja. Ich hatte einen Lastwagenhupen, aber der Lader hat so in mein Autohupen gefühlt, die was halt der Lenten auch hat. Also, miep, miep, und der, wenn man es so sagen mag, oder so erklären möchte, Alter, 36, 37, obwohl ich den Tempomat auf 30 gestellt habe, 38, bist du, Tempomat 39, 40, obwohl ich da kein, ja, Bundesstraße ist für mich ein 50er. Innerorts, so wie außerorts. Innerorts und außerorts heißt einfach dort, wo die Leute wohnen und wo sie nicht wohnen. Kann ich dann gleich sagen. Und Feldweg ist für mich eigentlich immer ein 30er. Sag ich halt. Wenn man aus Notruf-Hamburger Sicht sagt, ist innerorts und außerorts 50.
Und Feldweg auch 50, aber Feldweg 50 habe ich keinen Bock. Bitte nicht in die Mau! Nicht in die Mau! Nicht in die Mau! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich fahre halt da her und so gerade aus. Und um das mich interessiert, wie viel Kies das schon gebrochen hat. Fahren wir dorthin. So. Bumack kann ich wieder reinhauen. Wie gesagt, da korrigiert es mich ein bisschen. Aber nicht so viel, als wie beim Dings. Als wie beim anderen Kipper. Aber das war sonst viel zu viel. Und seht ihr, da geht es runter durch so ein Sieb. Und dann, oder durch so einen Brecher. Dann wird es da auf die drei Haufen auf dort. Und man sieht, ich weiß nicht, ob das gestrigen Video, er hat gesagt, beim Short war das, erklärt hab. So. Brems. Ich weiß, dass es schwierig ist mit, keine Ahnung, mit 45 Kubik. Ich weiß gerade nicht, wie viel Tonnen oder so Steine haben. Okay. 2200 Liter. Natürlich, perfekt. Ich weiß nicht, wie viel Kubik, wie viel Tonnen oder Kilo der Kubik Steine hat. Kann ich dann noch in die Beschreibung schreiben. Also dann sage ich mal so, tschüss, meine Damen und Herren.